Boah, ich weiß gar nicht, was wir machen mit. Oh ja, das ist schon dieser Sound, ne? Ah, da hier mit der Maus links. Töte die Überlebenden. Warum? Hä? Warte, bist du das Monster? Weiß ich nicht, was ich hier bin. Ich kann nicht richtig gucken. Nee. Oh, hier ist alles dunkel. Nee, oh, du bist ja die Katze. Was für eine Katze? Ich sehe gar nichts hier. Ich, Jasmin. Ich gucke, als hätte ich einen gesoffen. Also einen mehr als. Da ist ein Baum. Da gibst du der Katze einmal LSD zum Abendbrot, zack, ist sie weg. Da hinten läuft ein Ausrufezeichen. Hä, wieso bin ich denn das Monster? Ja, vielleicht haben sie deinen Charakter wieder gespiegelt. Aha, sehr witzig. Ich finde nicht das. Bin ich wirklich das Monster? Ja. Ja, du bist das Monster dieser Gesellschaft. Jasmin, Meets. Die kann gar nicht richtig gucken. Ja, ich sehe gar nichts. Jetzt habe ich hier einmal die Katze, ne, ein bisschen mit LSD gefüttert. Da dreht die voll durch, ist aggressiv. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen muss. Das müssen wir Jasmin erstmal wiederfinden. Das ist ein Kuh. Ah, warte mal. Oh Gott, da habe ich mich jetzt aber selber erschrocken. Wie kriege ich das? Oh Gott. Hast du dich vor deinen eigenen Aktionen erschrocken? Ja, ich bin gerade gelaufen, es hat voll geschrien. Oh Gott, mein Herz, ey. Oh, Alter. Ich hätte gerne mal meinen Blick gesehen. Ich würde gerne wissen, ob du mehr siehst als ich, weil ich tapp hier absolut im Dunkeln. Gibt es hier eine Taschenlampe? Oh, wow. Warte mal, ich drück mal einmal E. Ah. Du bist gar nicht so weit weg. Was ist das? Das ist Springen, das wusste ich ja. Achso, E ist besser sehen. Ach, da lädt sich auf. Ah, okay, nee, ich laufe nicht nochmal so schnell. Ich habe mich voll erschrocken. Was heißt denn hier, E ist besser sehen? Bei mir. Okay, ich gehe davon aus, ich muss hier. Es gibt hier wohl eine. Hier steht irgendwas auf einer Tonne. Vogelscheuche? Lol. Ich gehe davon aus, ich muss, glaube ich, mein Auto reparieren. Und einen Weg hier rausfinden, wenn ich mich nicht täusche. Oh, das ist unglaublich. Da musste ich gerade mal dem Dings da was sagen. So. Aber wie setze ich die Vogelscheuche? Wo muss ich denn hin? Sobald ich rede, aktiviere ich den Sound oder? Nee. Sind die Ausrufezeichen ihr? Wahrscheinlich, ne? Es gibt ja nur mich. Ein Tutorial wäre nicht schlecht gewesen. Hä? Ist ja geil, ich bin der Killer, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ah. Okay, und. Okay. Was bedeutet dieses Ausrufezeichen? Meine Zeit läuft ab. Jasmin, ich hab dich so gelinkt, ne? Ich hab dich so gelinkt. Da wirst du nie drauf kommen, was ich gerade gemacht hab. Ich hab so ein bisschen Angst, dass du hörst, wenn ich hier lang gehe. Wo ist denn diese ungezogene Dreckskatze? Jasmin, es tut mir leid. Ich hole auch nur noch das gute, teure Futter von Whiskas. Was ist mit der Zeit ablaufen? Ja, bis dahin musst du mich gegessen haben. Echt? Ja, sonst hört das LSD auf zu wirken. Aha. Brauchst du Nachschub? Schmeißen hier auch noch mal einen hin. Rot. Hast du mich gehört? Nee, wieso? Bist du hier in der Nähe? Du hast gemacht, du kleine Ratte. Ich hab mich vor meinem Schatten im Dunkeln erschreckt. Mhm. Hier ist so dunkel, dass der Schatten mir Angst macht. Oh, ich denk mal, das ist die Waffenkammer. Oh. Da musst du einmal aufpassen, hier auf Opa Eberhard, seine Katze. Scheiße, wenn der Alte nach Hause kommt, der schimpft doch wieder bei seinem alten Glühwein. Haut er sich seine Herztabletten wieder in doppelter Form rein. Oh, wenn wir die Katze gefunden haben, müssen wir noch die Herztabletten holen. Und Blutdruck. Wie mies, dass ich so wenig sehe. Ich bin mir ziemlich sicher, ich sehe auch nicht mehr. Ist ziemlich leise, das Spiel, ne? Wahrscheinlich heißt es deswegen In Silence.
Wahrscheinlich. Oh, eine Krähe. Ich bin nicht das einzige Lebewesen hier draußen. Was für ein schöner Wald. Genau der richtige Wald für eine Panne und ein Spaziergang im Mondschein. Das rote, der Mond? Blutmond. Bin bestimmt voll an der falschen Ecke hier. Ich weiß nicht, ob ich an dieser Schotte. Nee, hier hätte ich ja. Da wäre ja denn die Vogelscheule. Scheule. Scheule. So, ich habe halt jetzt nicht unbedingt den Durchblick, was ich hier suchen muss. Jasmin, dann erzähl doch mal, warum bist du so aggressiv? Hm? Ich weiß nicht genau. Was hat dich verstört? War es das billige, gut und günstig Katzenfutter, was ich dir besorgt habe? Ja, das wird's sein. Hätte ich dir hin und wieder ein Leckerli geben müssen? Hm. Oder nach 3 Wochen zumindest mal das Trinkwasser wechseln? Wäre nett gewesen. Na, ich dachte, das sättig ich gleich, wenn das Wasser schon ein bisschen schleimig ist, weißt du? Dann spare ich am Katzenfutter. Ist ja doof. Ich habe mich doch immer gut um dich gekümmert. Mhm. Guck mal, selbst mit der als wir dich kastriert haben, ne? Da habe ich dich nicht verarscht, wie andere Tierhalter das machen. Ich habe die Narkose weggelassen, damit du genau weißt, was passiert. Ist das nicht nett von mir? Sei doch mal ruhig. Oh, Moment. Kannst du hören, wo ich bin? Nein, ich höre andere Geräusche. Ja gut, das liegt an den Drogen im Katzenfutter. Du hast mich, glaube ich, gehört, ne? Nee, wieso? Weil du auf einmal aufgehört hast zu reden. Ein Verbindungsfehler. Meets, 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 meets. Wo bist du, Jasmin? Ja, das wüsste ich auch gerne. Na, wo mag die Katze wohl sein? Doofe ist das mit den Ausrufezeichen, der zeigt mir alles an. Wir hätten mal die Zeit auf unbegrenzt stellen sollen, damit du gerade zum Reinkommen jetzt mehr Zeit hast. Ich weiß ja nicht mal, wie das geht hier. Ja, du musst mich finden und essen. Da la la. Ich habe gar keine Angst im Dunkeln, ist dir das klar? Ist dir das klar, Bruder? Vielleicht bist du auch ein bisschen verärgert, weil ich den Rottweiler als Spielpartner geholt habe. Aber der war so traurig von den ganzen Hundekämpfen, die er machen musste. Hatte leichte Verhaltensstörungen. Ich dachte, ein Freund, der ihn mag. So ein verschmuster Kater. Der bringt ihn auf bessere Gedanken. Also ich habe bis jetzt legit noch gar nichts gefunden. Aber ich habe hier die ganze Zeit Ausrufezeichen. Hm, die haben bestimmt was zu sagen. Ja, aber ich habe keine Ahnung, was. Ist der Kacke. Oh, ich habe ein Rad gefunden. Ein Rad? Wie siehst denn du überhaupt was? Ich sehe gar nichts. Ich dachte immer, mir wird das blinkend angezeigt, aber es ist alles dunkel. Jetzt muss ich nur noch mein Auto finden. Mensch, wo habe ich denn geparkt hier? Eine Karte wäre nicht schlecht. Licht wäre geil. Wieso, die Straßenlaternen sind doch an. Mann, hier komme ich gar nicht weiter, okay. Wenn du mein Auto sehen solltest, ne? Kannst du da einmal ganz laut rumbrüllen, dass ich weiß, wo mein Auto ist? Ich habe mein Auto verlegt. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Weißt du, da gehst du mitten im Wald einmal im Vollsuff spazieren und dann weißt du nicht mal mehr, wo du dein Auto geparkt hast. Das liegt bestimmt am Zigarettenqualm, ganze Nacht über. Ja, und was ist, wenn ich dich nicht finde, dann habe ich verloren, oder was? Ich
denke, wir können ja bei der nächsten Runde mal die Time ausstellen. Vielleicht habe ich auch verloren, weil ich in der vorgegebenen Zeit nicht geflohen bin. Ja, das glaube ich eher weniger. Ich weiß nicht, ich bin ja theoretisch mit dir gefangen, ne, die Zeit über. Hallo? Ist hier jemand in diesem dunklen Wald? Ich habe erst noch darauf geachtet, dass ich bloß den Spielsound mit aufnehme, keinen Fehler mache, wenn wir wieder zu zweit spielen. Aber irgendwie hätte ich mir sparen können. Man hört ja eh nichts. Ja, Ganz was ist das schön. hier? Es ist genauso laut, wie es hell ist, nicht? Kann ich hier auch irgendwie was aufheben? Hier ist ein Dunkelheit Reifen. breitet sich in meinen Ohren aus. Weiß nicht, kann ich hier irgendwas aufheben? Nee, ne? Nee. So, was steht denn hier auf dem Straßenschild? Da geht es zur Barn. Nummer 1, Nummer 2 und dem Camp. Habe ich vielleicht am Camp geparkt? Wollte ich zelten dieses Wochenende? Ist so eine schöne Gegend. Wenn hier noch ein Badesee ist mit so einem komischen Typen mit einer Machete, der da das Unkraut stutzt, dann bin ich doch gut bedient hier, oder? Es ist halt echt übel, dass man nichts sieht und auch nicht weiß, wo jetzt hier, was die Ausrufezeichen jetzt hier bedeuten. Ich Weil hab. der zeigt mir die auch bei den Krähen an und das ist halt doof. Ja, bei allem, was Krach macht, ne? Ich bin extra Ja. leise. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass du vielleicht meine Taschenlampe siehst, wenn ich hier. Also ich würde gern für die Zuschauer ein bisschen Licht anmachen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du das denn nicht auch sehen würdest. Ja, das weiß ich nicht. 3 Minuten, beeil dich, steht bei mir. Steht das bei dir auch? Nö. Oh, scheiße, dann ist das meine Zeit, die abläuft. Ich finde nicht mal mein Auto. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ist das da hinten mein Auto? Da, dieser komische Schatten? Oh, und ich kann nur schleichen, ne? Weil sonst hört die mich. Hast du jetzt ein Ausrufezeichen mehr? Okay, das sind nur Steine. Hast du denn mein Auto schon mal gesehen? Nö. Kennst du den Film Ey Mann, wo ist mein Auto? Basiert auf einer wahren Begebenheit, wurde hier im Wald gedreht. Ja. Okay, hier ist eine Scheune. Wenn ich zumindest die Vogelscheuche, die ich platziert habe, finden würde, dann wüsste ich, in welchem Radius mein Auto wäre. Oh. Ach gut, sie ist an mir vorbeigelaufen. Geht ja gar nicht. Hm? Würde mir ja anzeigen. Nee, du, der zeigt dir ja nur an, was du hörst, ne? Ich hab dich, ich hab. Warum redest du nicht mehr? Ne, ich hab dich noch nicht einmal gesehen. Du bist umgedreht. Nee, du verarschst mich. Nee, Ich gehe du. auf deine Sachen nicht ein. Ich will nur gucken. Ja, ich wollte dich gern mal sehen, aber du bist jetzt wieder weitergelaufen. Na gut, jetzt sehe ich dich nicht mehr. Als ob du mich gesehen hast. Könnte das da mein Auto sein? Nee, das ist ein Heuballen. Wo ist mein Auto? Das ist doch unfassbar. So eine kleine Map wäre ganz gut, ne? Wie töte ich dich denn, Alter? Wenn du mich siehst, glaube ich mit E. Ja, da war doch eben einer. Das könnte Ich eine bin. Vogelscheuche gewesen sein. Scheiße. Ja, ich habe auch schon welche aufgestellt. Wieso auch schon? Ich nicht. Nein, also manche stehen hier schon und ich habe ein paar dazugestellt, weil ich ein lustiger Dude bin und den Bauern hier Streiche spielen möchte. Kacke. Das mache ich schon seit Wochen und der denkt sich immer, hier spukt's.
Okay, ich glaube, ich habe die Runde verloren. Wir müssen mal die Zeit rausnehmen. Ja, ich würde auch sagen, weil man muss hier erstmal eh reinfuchsen. Zeit ist um, Kreatur gewinnt. Du musst mich ja jagen, ne? Nicht ich dich. Ich glaube, ich muss dich jagen. Ich habe ja am Anfang... Ja, habe ich doch gerade gesagt, du musst mich jagen. Nee, du mich? Nee, weil sonst hättest du ja nicht verloren. Nee, ich habe aber keine Waffen und nix. Kannst du die Zeit ausstellen? Hier, warte mal. Wir sehen uns gleich zur nächsten Runde wieder. So, zweite Runde. Neue Runde, neues Glück. Fallensteller, Saphirlinse. Ich soll euch töten und du Flucht musst mich wahrscheinlich... oder Jagd. Also ich kann sowohl fliehen als auch dich jagen. Du hast mit der Bärenfalle angefangen. Der Flashbang-Effekt ihrer Taschenlampe hält länger an. Das ist schon mal geil. So, jetzt ist natürlich das Problem, wenn ich jetzt so eine Bärenfalle aufstelle, ne? Kann ich da selber auch reinlaufen? Wahrscheinlich. Nee, ich nehme die mit. Und wenn du bei mir in der Nähe bist, stelle ich die auf. Und diesmal muss ich ein bisschen systematisch losgehen. Aber ich hätte gerne Leuchtfackeln, um mein Auto zu markieren. So, wir gehen erstmal ganz gemütlich, ne? Ha. So, Jasmin, die alte Ratte, ist hier wieder irgendwo unterwegs. Wir gehen Richtung Camp. Ja, mal eben. Ja, dieser Wald soll voll mit Ungeziefer sein. Schade, dass die Lobbys so leer sind, sonst hätten wir so eine Dreier-Lobby machen können und dann wäre der andere fremde Random, hätte dann die Kreatur spielen können. Ja. Das wäre natürlich genial, dann hätten wir beide Survivor machen können. Aber gut. Lobbys sind leider nicht so voll. Scheinbar ist das Spiel nicht so beliebt. Vielleicht gefällt es ja den anderen. Hä, du hast doch nur zwei Spieler eingegeben, dich und mich. Nein, aber es gibt ja kaum Lobbys. Guck mal, bei der Lobbysuche waren zwei Lobbys. Naja. Ja? Vielleicht kommt das noch. So. Naja, es ist ja auch Sonntag, nicht? Treibstoff. Oh. Ich hab was fürs Auto gefunden. Kann man hier irgendwie in die Hocke gehen, ey, wa? So. Naja, vielleicht haben wir trotzdem den einen oder anderen Zuschauer, der sich das hier gerne gibt. Cool wäre hier natürlich auch eine Knarre oder so. Oh. Was ist das? Fahrzeugschlüssel. Wieso kannst du sowas sehen? Ich suche. Muss jetzt nur einmal wieder vor die Tür. Was bringt mir eine Bärenfalle, die ich nirgendwo auf ebener Fläche hinstellen kann? Das ist doch Kacke. Hier. So. Oh Gott, oh mein Gott. Was ist das denn? Alter, vorne hab ich mich verschrocken, erschrocken. Was ist das? Kann ich mal mehr sprechen? Gewitter oder so? Ich weiß nicht. What the fuck ist hier los? Was ist denn das für eine Geisterbude? Alter Schwede. Oh nein, hier ist Batterie und Fahrzeugschlüssel. Wie soll ich denn hier alles mitnehmen? Ich schwitze sowas von dermaßen. Wieso zeigt denn der mir das so komisch an jetzt hier? Erst haben die Bergbauarbeiter, die haben sich da wieder mit Dynamit neue Minen freigesprengt, weißt du? Und im Anschluss ist hier so eine komische Gruselpuppe vor die aus der Box gesprungen. Jack from the Box 2. Lecco mio. Ich wusste nicht, dass ich in so einem zweitklassigen Horrorfilm mit drin bin. Oh. Hab ich mich erschrocken. Scheiß, Kreis, ich hört. Jetzt rennt das Vieh auch weg. Sehr gut gemacht hier. Da war eine fette Biberratte, war da, Jasmin. Das hättest du sehen müssen. Wie weißt du denn, wie man einen denn halt und so? Was? Weißt du, wie man denn einen kalt macht? Nee, ich war bis jetzt noch nicht die Kreatur.
Ja, ich auch nicht. Ich bin hier in der absoluten Horror-Apokalypse gelandet. Jack from the Box wartet im Haus. Eine riesige Biberratte wartet draußen im Garten. Und ich weiß nicht, ob die den Weg zurückfindet. Oh my goodness. Normalerweise müsste ich wissen, wo du bist, weil du stinkst. Aber du stinkst halt überall. Und gerade wenn du da durch so ein komisches Zelt läufst. Voll beleuchtet. Igitt, was ist das? Du siehst aus wie... weißt du, bei Godzilla ist so eine Echse über atomare Sprengsätze riesengroß geworden. Hier ist es eine Ratte. Durch Chemieabfälle von der Industrie. Die Klimakleber hatten recht, Jasmin. Die Klimakleber halt hatten doof, recht. Weil ich nicht weiß, wie ich dich kille. Das ist, ich finde das ganz okay. Ja, du musst mich ja auch töten. Ja, wenn ich dich finde. Ich muss erstmal wieder mein Auto finden. Hast du mich nicht gehört, ne? Nee. Du bist ja an mir vorbeigelaufen und seitdem wirst du, da bist du immer leiser geworden. Auch wenn du jetzt an so einer Kreuzung eben abgebogen bist. Habe ich dich noch nicht gesehen. Hä? Bist du dumm oder was? Du solltest wieder umdrehen, Jasmin. Weil? Ja, weil ich bin genau hinter dir, wenn man es so nimmt. Dann dreh doch mal wieder um und geh mal wieder Richtung Kreuzung. Komm schon, du kannst mir vertrauen. Nee, dir vertraue ich kein Stück. Naja. Ich hab's dir ja angeboten. Hast du zufällig mein Auto gesehen? Nee. Ich find's witzig, dass eine Ratte den aufrechten Gang beherrscht. Meister Splinter. So. Gluck, gluck, gluck. Hä? Aber, ach so. Siehst du denn jetzt besser oder siehst du auch noch so verschwommen? Ich sag's mal so, ich habe eine ganz klare Sicht des Schwarz. Mhm. Bei mir ist alles schwarz. Es ist wie in so einem blinden Restaurant, weißt du? Mhm. So, was machst du denn gerade? Eines. Weiß ich auch nicht so genau. So, dann wollen wir mal wieder hier lang gehen. Folgst du eigentlich den Wegen oder läufst du durch den Nö, Wald? Nö, ich laufe einfach so, wie ich Bock hab. So wie du Lust hast, ne? Hm. Ohne Navi, kreuz und quer. Hast du denn schon was Spannendes gefunden? Nee. Hm. Ich auch nicht, aber das liegt daran, dass alles dunkel ist. Es ist halt so mit diesen Kriechen, das ist endlos langsam, ne? Hm. Das ist, als würde ich auf dem Bauch durch den Modder robben. Komm mir vor wie die Grundausbildung der Bundeswehr. Barcelona. Nee, aber so 15 Kilometer musst du zurücklegen mit vollem Gepäck und das Ganze auf dem Bauch kriechend. Erzählt man. Ach Quatsch. Du weißt es ja nicht. Bundeswehr, da bitte. Das ist Spiel, Spaß und Freude. Das ist das, was du mit zwischen 5 und 10 Jahren echt gemacht, also sowieso schon gemacht hast, nur mit echten Waffen. Ne? Du spielst ein bisschen draußen im Wald. Zelten, ja, das ist so ein Pfadfinderlager für Erwachsene.
Ist natürlich nur Spaß. Ich, keine Ahnung, wie es beim Bund ist. ey. So, wir hatten hier. Was ist denn das da? Das ist doch wieder so eine Feuerwerk. Oh, cool. Oh! What the fuck? Der Teddybär ist eine Quietscheente. Oh, shit. Das wollte ich nicht. Wurde dir das angezeigt, was ich gerade gemacht habe? Was denn? Ich habe Feuerwerk gestartet. Ich dachte, ich kann das einstecken. Ach so. Wenn du so tust, als ob du es nicht wüsstest, bin ich mir nicht sicher, ob du es nicht doch gesehen hast. Quietsche Teddy, du und ich in der Badewanne. Quietsche Teddy. Okay, also sie hat das Feuerwerk auf jeden Fall gehört. Ja, was können wir denn hier noch machen? Oh, was ist das? Eine Batterie oder was? Batterie. Der Akku der Taschenlampe ist voll. Ach, ist doch schön. Nachhaltig, wie wir nun mal sind, Jasmin, ne? So, was sagen denn die Medien eigentlich zu diesen komischen Ereignissen, die hier draußen vor sich gehen? Ich kriege hier gar keinen Sender rein, Jasmin. Nee. Wie die Motte und das Licht. Du gehst so richtig chillig, als ob du so eine Shoppingtour gerade im Gang hast, weißt du? Absolut tiefenentspannt. Ja, wie kommt man da rein? Hallo, siehst du mich hier drinne? Du siehst echt aus wie so eine riesige Bisamratte. Meister Splinter. Ich bin mir nicht sicher, ob die das hören würde, wenn ich. Jetzt habe ich mir hier selber eine Falle gestellt, oder was? La 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 la. Hast du den Weg nach drin schon gefunden? Sprach sie, während sie vor mir stand. Oh, ich hänge hier fest. Hallo. Ja. Aber nicht wieder die gelben Säcke durchwühlen, ne? Ich komme da nicht rein bei dir. Wie geht das? Die Haustür ist offen. Nein, du bist hier in dem Ding drin. In welchen Ding? Kann ich hier irgendwie schlagen oder so? Was? Hä? Ja. Ja, aber das ist doch herrlich, ne? Aber nicht die gelben Säcke bitte wieder aufreißen. Da ich habe letztes Mal habe ich Stunden damit verbracht, alles wieder aufzusammeln. Oh. Oma Inge, die hat so geschimpft, als sie nach Hause kam, du. Habe ich aber die Hucke voll gekriegt, ich alter Wonneprop. Ey Mann, wo ist mein Auto? War es hier? Oder da ich hier, ne? Hier und dann. Ja klar, da, das ist ja vom. Hast du denn mein Auto schon mal gefunden? Nein. Schade, sonst hättest du mir helfen können. Ich finde das gerade nicht wieder. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Ich hätte andersrum gehen müssen. Da ist ein Hund drinne. Ein Hund? Jo, hier in der Box. Lass Jerry in Ruhe. Mein armer Wauzi. Hä?
Doof. Ah. So. Okay. Da, 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 da. Lebt der Hund? Ja. Könntest du bitte lieb zu Jerry sein? Der hat Angst im Dunkeln, gerade wenn er alleine ist. Ich möchte nicht, dass er dein komisches... Ich weiß nicht, was du wirklich darstellen sollst, aber ich will nicht, dass er es sieht. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Ich habe auch bisher nur eine Bärenfalle gefunden. Ich habe auch das Gefühl, ich bin hier im Raum nicht alleine. Ja, und du so? Ja. Folgst du dem Weg? Hm. So am Rande, ne? Hm. Ja, gar nicht so einfach. Nee. Aber seit dem Haus habe ich dich nicht mehr gesehen. Ich bin ja am Haus dem weitergegangen. Hm. Ja, der zeigt mir auch die ganze Zeit dieses eine Ausrufezeichen und das macht die ganze Zeit Klack. Klack. Aber das ist da, wo der Hund ist. Ah, dann hörst du den Hund. Oh, guter Jerry, den habe ich gut erzogen. Den habe ich ja damals einen Klicker gekauft, ne? Damit immer, wenn ich was gut mache, macht er so. Dann kriege ich ein Leckerli. So. Warte mal kurz. Mhm. Also hast du Kamera gar nicht an? Nee, nee, nee. So. Du bist also in einem Haus. Mhm. Ein großes Haus? Nö. Ein rotes Haus? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, was für eine Farbe das hatte. Also, kannst du Farben sehen? Ja. Ich kann Farben schmecken. Lecker. Am liebsten mag ich grün. Die schmeckt mir am besten. Hier hätten wir noch eine Batterie, aber die brauche ich ja nicht. Schlüssel habe ich auch. Ich brauche ja eigentlich nur Reifen, ne? Wolltest du mich hier verarschen oder was? Womit? Mit deiner komischen Tarnung. Tarnung? Mhm. Was für eine Tarnung? Da stand gerade eine Tarnung, die konnte ich zerstören. Nee, das war ich nicht. Komisch. Ja, ja, das war Jochen, der alte Bauernjunge. Ne, der hat, der stellt gerne mal Vogelscheuchen auf. So, bist du denn in der Nähe von einem Haus? Ja. Aber nicht, ist keine Scheune, ne? Vielleicht. Ich habe gerade, bin mir nicht sicher, ob ich, ich bin gerade in so einer Scheune und ich weiß nicht, ob ich da was gehört. Ah, nee, das waren die Krähen. Oh, lieber Teddy. Ja, in der Scheune müssten doch irgendwo Reifen sein, oder? Was ich auch nicht mehr, also legit nicht mehr gefunden habe, sind irgendwelche Bärenfallen. Und ich weiß gerade, ich bin mir nicht sicher, aus welcher Richtung ich überhaupt kam. Was ist denn jetzt, ey? Was denn? Oh. Ah, ein Reifen. Was sagt man dazu? Hier habe ich den verloren.
Oh, da habe ich wohl ein Rad ab, wa? Nehmen wir einmal mit. Ich kann hier wohl auch eine Waffenkammer öffnen, in dem die ist doppelt versperrt, glaube ich. Und dann könnte ich eine Waffenkammer öffnen und kann mir Waffen holen, aber ich habe noch keinen Schlüssel dafür gefunden. Und ich habe auch die Waffenkammer noch gar nicht gefunden. Ich stehe jetzt auf hier. Siehst du das, wenn ich gehe? Nö. Ich sehe hier nur dieses eine blöde Ausrufezeichen. 1, 2, 3. Bahn. Ist Bahn vielleicht dieser Waffendings? Das hat sie bestimmt gehört. Oh, was sagen denn die Medien, Jasmin? Gibt es schon neue Erkenntnisse darüber, was du hier alles verunstaltet hast? Vielleicht. Oh, mal gucken. Nein, Ich nicht kriege einen ohne. Sender nicht eingestellt, schon wieder nicht. Aber hier hast du auch echt schlechten Empfang, ne? Da ist bestimmt der Sendemast gestört. Was mich so ein bisschen ärgert an diesem Spiel ist halt echt, du weißt nicht, wo deine Pisskarre ist. Also wenn du so ein paar Meter gegangen bist, dann hast du schnell die Orientierung verloren. Ich weiß halt auch nicht, wie groß das ist, ob ich hier einfach quasi im Kreis laufen könnte. Mal streng genommen, da ist er. Wir gehen erstmal hier lang. Ach ja, eine laue Sommernacht. Was könnte ich denn tun, um deine Rattenstimmung etwas anzuheben? Nix. Bist du wunschlos zufrieden? Glücklich genug, mich nicht zu fressen? Ich weiß nicht. Ist nicht so einfach. Ja, ich weiß, ich bin zum Anbeißen, oder? Das nehme ich als Ja. Da hinten. Das nehme ich als Ja. Oh my goodness. Was denn? Nix. Da war eine Vogelscheuche eben, da habe ich eben gedacht, oha. Ich habe dich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen oder gehört, ne? Ich glaube, das letzte Mal, wo ich dich gesehen habe, das war dann an der Kreuzung, wo ich gefragt habe, ob du an der Kreuzung bleiben willst. Und mir fehlen immer noch drei Reifen. Batterien finde ich ohne Ende. Manche Leute schlafen sogar damit. Aber kein Reifen. Muss bestimmt so eine blöde Scheune finden. Oh Gott, du blöder. Hast du das gehört? Weiß ich nicht. Er zeigt mir immer so ab und an mal an, auch wenn die Eule macht. Was eine Kackkiste. Da war Jack in the Box, weißt du? Schon wieder. Oh, schon wieder. Der Typ verfolgt mich. Das Gelände hier ist verflucht, Jasmin. Wir müssen uns unbedingt treffen, damit du mich beschützen kannst. Das ist übrigens deine Aufgabe in dem Spiel. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das gesagt habe, aber du musst mich finden und mir helfen, meine Komponenten fürs Auto zu finden. Ne, damit ich das Auto repariert kriege und fahren kann. Mit dir zusammen. Hand in Hand.
entgegen den Sonnenuntergang bis ans Ende unserer Tage. Jetzt wird's hier aber ganz schwarz. Ganz duster. Bist du hochkonzentriert? Ja. Du redest so wenig, das kenne ich von Ja, dir weil gar ich nicht. hören muss. Ach, du Weil kannst. ich das Problem habe, er zeigt mir sogar an, wenn die Krähen. Und dann weiß ich immer nicht, wo ich langlaufen muss. Weil wenn ich zu den Krähen laufe, ist ja Blödsinn. Also ich horche, während ich rede. Ja. Ich nicht. Was ist denn das? Hast du denn mein Radio schon gefunden? Ja, das ist schon Schrott. Wie, du hast das kaputt gemacht? Ja. Oh, hier sind sogar zwei Reifen und ich kann nur einen davon mitnehmen. Oh, jetzt muss ich erstmal wieder meine Karre finden. Na, wer läuft denn da unter einer Laterne? Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Gehe weg, Ratte, gehe weg, Ratte. Mich fleucht, da ist ein großes Ungeziefer auf der Straße. Ich würde gerne mal die Waffenkammer öffnen, also finden, öffnen und plündern, um herauszufinden, was ich mit dir machen kann. Also, was ist da drin? Eine Schrotflinte vielleicht? Oder vielleicht auch so richtig krasse Waffen wie ein Cricketschläger oder eine Wasserpistole. Da mache ich denn Water Dental rein, damit du mal ein bisschen frischen Atem kriegst. Dentalwasser. Also theoretisch könnte ich ja im Kreis laufen, müsste ja irgendwann wieder zum Auto kommen, aber ich weiß nicht, wie groß dieser Kreis ist. Warum redest du nicht mehr? Ich habe jetzt nichts zu reden. Wo bist du denn eigentlich? Sonnst du dich unter der Laterne? Und hast schon ein bisschen Farbe gekriegt? Ja. Ein wunderschönes Mondweiß. Ja. Ich gehe hier die ganze Zeit auf den Wegen und finde meine Karre nicht. Die muss doch hier irgendwo am Wegrand stehen. Oder nicht? Ich weiß nicht. Nur weil du zwischen die Bäume durchläufst, heißt es das nicht, dass ich dich nicht sehe. Also, Hä? Ich was? gehe immer hier lang. Na, aber du bist nicht auf dem Weg. Mach ich auch nicht. Wäre es nicht sinnvoll, auf dem Weg zu bleiben, damit das Licht der Laternen dir den Weg weist? Nö. Und wieso gehst du von mir weg? Ich keinen Bock auf dich, ab du stinkst. Aber nicht mehr lange, denn ich hole mir Dentalwasser aus der Waffenkammer. Naja, dann werde ich erstmal mit der Super Soccer mich selbst beschießen. Du gehst auch minimal schneller als ich, ne? Ich würde gerne mal die Dings hier, die Charaktere tauschen, dass ich das Monster bin und du musst fliehen. Ich würde gerne gucken, ob ich das als Monster schneller hinkriege. Weil ich muss die ganze Zeit geduckt laufen, damit ich keine Geräusche von mir gebe. Ja, und ich kann nichts sehen.
Ich hätte gern ich so ein. richte mich nur nach diesen Ausrufezeichen in meinem Kreis. Ich hätte gern so ein Schneckenskin. So. Bitte nicht pressen, ich muss einmal nach dem Weg gucken. Nummer 2. Hä? Ist denn. Ach so. Das müsst ihr denn mit dem. Hä, wie kannst du denn nach dem Weg gucken? Hier sind doch Wegschilder, an denen orientiere ich mich schon ein bisschen. So. Also Wegweiser. Dachte, du hast eine Map. Nein, 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 nein. Ich habe keine Map, ich habe einen TomTom. Nö, ich gehe dann zwischendurch ans Auto, da ist ein Navi und dann kann ich immer sehen, wie es aussieht hier, ne? Wie die Karten so sind. La 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 la. So. Puh, das ist jetzt aber eine ganz schöne Strecke, die ich zurücklegen muss. Muss ich schon sagen, hier, Kilometergeld muss ich für diese Folge kriegen. Ey, du spielst hier ja dann halbe Stunde, dreiviertel Stunde nur, damit du keine Geräusche machst. Das sind aber echt lange Runden, ne? Ja, vor allen Dingen, weil du ja mich nicht mal jagst. Nee, womit auch? Ich habe keine Waffen. Ich habe zu Beginn der Runde habe ich eine Bärenfalle gelegt und das war's. Seitdem habe ich gar nichts mehr. Und ich weiß halt auch nicht, wo diese komische Waffenkammer sein soll oder die Schlüssel dafür, weil ich muss wohl die Schlösser knacken. Wenn ich mich nicht täusche. Also ich kann dir so viel sagen, so vor 2, 3 Minuten ungefähr sind wir nebeneinander hergelaufen. Ja, passiert. Ich sehe ja nichts. Ich habe dich seitdem jetzt auch aus den Augen verloren. Ich sehe alles nur verschwommen und rot. So hin und wieder höre ich dich mal, aber... Bist du denn in einem Haus? Nein. Bist du in der Nähe eines Hauses? Jedes Mal, wenn hier mein Ausrufezeichen aufploppt, quatscht der. Du musst das ja nicht hören, du musst ja nur sehen. Natürlich muss ich erst hören, ob das die Krähen sind oder nicht. Mich kannst du nicht hören. Natürlich hat er mir schon oft gezeigt, wo du bist. Nein. Warum war ich sonst vorhin bei dir am Haus? Ich bin voll in Silence. Mich kann niemand hören oder sehen. Ich bin wie ein Ninja. Ein Schatten der Nacht. Lautlos. Wie eine Mücke. Die sind nicht lautlos. Das hörst du doch gar nicht, wenn die nachts an deinem Ohr fliegen mit ihrem... Nee. Hör ich nicht. Da hinten muss ich hin. Oi, 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 das ist ja immer noch so weit. Ich würde mal ein bisschen gehen. Oder laufen. Das hört sie jetzt auf jeden Fall. Fuck me. Du bist ja echt dicht dran. Du bist... Scheiße, ich hab gedacht, du bist am anderen Ende der Möp. 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 Ich dachte, du bist am anderen Ende der Möp, du. Das hätte ich riechen müssen, dass du hier bist. Oha. Wieso bist denn du jetzt eigentlich so leise? Weil ich's kann. Ich hab dich die ganze Zeit gehört und jetzt auf einmal höre ich dich nicht mehr. Bist du auch so ein bisschen Angst? Jasmin? Bist du das? Bist du hier? Du machst mir Angst, bitte hör auf damit. Wer ist da? Jasmin, bitte. Bitte hör auf, komm raus. Wo bist du? Oh mein Gott. Hallo?
Bin ich hier alleine? Ich höre nichts außer das laue Flauschen, lauschen, Wehen des Windes. Palim, Palim, wer ist da? Der Wind, das himmlische Kind. Ich würde gern wieder laufen, aber du... Sag mal, stehst du vielleicht hier irgendwo? Nö. Also du bist in Bewegung, ja? Mhm. Und deine Movements sind krass, sagst du. Ja. Ja, aber richtig, for real. Real talk. Real talk, das ist ja aber tight, Digga. Und du hast dich hier nicht irgendwo hinter einem Baum versteckt? Nee, geht doch gar nicht. Hinter einem Stein? Geht nicht. Hinter einem Grashalm? Geht nicht, kann mich nicht mehr ducken. Hast du dich in dem Licht einer leuchtenden Laterne versteckt? Mhm. Ah, da werde ich sie nie finden. Es ist einfach so dunkel hier. Und du... Ja, stimmt. Okay, du bist in Bewegung. Nee, du hast nicht gelogen. Kurzzeitig bist du zwar stehen geblieben, hast einmal geguckt, hast mir zugewunken, ein Küsschen zugewunken und dann bist du in meine Richtung gekommen. Und dann abgebogen in ein Haus. Ja, da. Ich sag mal, was so ein bisschen schade ist an dem Spiel für Zuschauer jetzt, dass das Spiel halt wirklich durchgehend dunkel ist, ne? Ja. Und es ist halt sehr ruhig. Also das Spiel, ich natürlich nicht. Ich sabbel in einer Tour, man kennt mich ja nicht anders. In der Regel sabbel ich scheiße. Aber dann wird es vielleicht nicht ganz so still um uns. Aber es ist halt für den einen oder anderen vielleicht nicht so, wie es sich vorstellt. Das ist halt ein Spiel, wo man hören muss. Ärgerlich. Das, geh raus. Warum? Komm nicht nach oben. Hm. Geh bitte wieder raus. Komm, gib mir die Chance, einmal zu fliehen. Geh raus. Ah, du bist so gemein. Ja gut, streng genommen bist du ja drauf. Okay, jetzt bist du drin. Standst eine Weile im Türrahmen. Ich dachte, du gibst mir eine Chance. Aber nö, so ist sie ja nicht. Okay, stehst mit dem Rücken zu mir. Danke, aber ich komme nicht raus. Du stehst im Weg. Gar nicht. Hör auf, dich umzudrehen. Kannst du mich sehen? Du stehst irgendwo, du Penner. Nein. Aber nicht hier drinne. Ich bin voll in Bewegung. Im Haus, oben. Mm-mm. Ich kann nicht vom Balkon aus sehen. Nein. Doch. Jasmin, was ist da los? Bist ja wirklich wieder rausgegangen. Hast du meine Bärenfalle erwischt? Nein. Schade. Ich hab die extra neu aufgestellt draußen. Das war das Klacken, weswegen du da wieder hingekommen bist. Mhm. So, da. Ich hoffe jetzt das Beste. Hast du die Krähen auch gehört? Mm-mm. Hast du Vögel aufgescheucht? Also scheust du die eigentlich auf, wenn du die hörst? Nee, so gesehen, oder? Weiß ich nicht. Nö, keine Ahnung. Manchmal werden die mir angezeigt. Achso, die werden dir angezeigt, wenn es weiter weg ist, oder wie? Ich dachte, du scheust die vielleicht auf oder so.
Du Arschloch. Was denn? Du hast dein Fahrzeug repariert. Sayonara, du Penner! Ich bin auf und davon! Überlebende gewinnen. Ja, das war eine Runde in Silence. Ich hoffe, es ist ein ziemlich stilles Spiel und Jasmin redet halt nicht viel, weil sie hören muss. Leider. Könnte auch ein bisschen mehr sabbeln, ne? Aber so konnten wir meine liebreizende Stimme hören, Jasmin auch, anstatt der Geräusche, die ich gemacht habe. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß gehabt. Schaltet gern wieder ein. Wir werden noch ein paar Folgen davon auf jeden Fall hochladen, aber zurzeit gibt es halt einen leichten Mix, weil ich habe aktuell leider kein Let's Play. Ja. Aber vielleicht kommt das ja noch, ne? Mal sehen. So. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.